Es blitzt und donnert da draußen, also nicht hier im Game, aber vor meiner Fenster, ne? Vor meiner Fenster. Ich halte einfach die Klappe. Was haben wir hier? Wiedergabe. Zack. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zur Detonation. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaveral von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Warum kommst du nicht runter? Lass uns mit den Jungs ein bisschen plaudern. Los, ich hab noch was vor. Draußen ist was. Wir haben Gesellschaft. Sehr schön. Können wir auch von hier aus wegklatschen. Komm. Bam. Das ist ja relativ easy. Aber jetzt können wir uns das Ding nehmen. Ich wollte den Typen noch ausreden lassen. Hier haben wir aber nichts. Okay. Dann mal ab in den Anzug. Und das Ding auf. Und ab hinein. Ding zu. Und da haben wir auch schon das Ding. Reduziert den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst und verhindert Schaden durch Stürze. So, da haben wir auch schon das Vertibird-Ding. Der Anzug ist aber schon ein bisschen Schrott. Verdammt, wo sind sie? Den haben wir erschossen. So. Den haben wir auch erschossen. 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 Was ist das denn? Was? Mann, jetzt rennt er da oben hin. Was für ein Kackspaß. Mann, 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 was für ein Respekt der hat. Also gar nichts. Da greife ich gerade ein dickes Ding von hinten an. Das merke ich. Todeskralle. Ja, toll. Oh, shit. Nein! Oh! Komm schon. Alter. Das Ding kriegt keinen Schaden. Diese Raider gehen mir auch noch zu viel auf den Sack. Jetzt greift er noch andere an. Emuliere die Feinde in Concord. Ja, das tue ich doch gerade. Auch den scheiß Todeskralle. Komm. Ah, jetzt kriegt er ein bisschen mehr Schaden. Ich möchte auch wirklich alle Schüsse treffen. Deswegen schieße ich mit Salven. Langsam geht uns der Anzug komplett kaputt. Oh, das war knapp. Komm, komm. Nur noch ein wenig Schaden. Nice. Und ein Fast-Level-Up. Sehr schön. Erstatte Preston Bericht. Okay, wieder zurück. Und der Anzug ist fast komplett kaputt.
aber das interessiert uns nicht. Museum der Freiheit und, wie gesagt, Arbeitsplatz und diese Ding nicht vergessen. Mit der Ruhe, Mama. Alles okay. Wir haben uns ja... Mach keinen Aufstand. So, guten Tag. Hi. Das war wirklich erstaunlich. Ich Dankeschön. Bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Commonwealth. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Nice. Gern geschehen. Dankeschön. Jederzeit wieder. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, ich bin dabei. Okay, Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Okay, ich höre. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Verdammt, Alter. Okay. Bitte, Mama Murph, ich habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Du hast mir nichts erzählt, das sind alles nur Mutmaßungen. Bitte, Mama Murphy, ich habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, ja. Dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also mal. Kauft einfach mit. Hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, wir müssen so gehen. Ab zu Sanctuary. Okay. Und öffnen. Eine sehr interessante Bekanntschaft. Aber bevor wir jetzt ihnen folgen. Hey. Wir müssen weiter. Keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Ah, okay. Das heißt, warte mal, ich guck mal in Daten. Geht zu Preston Garvey in Sanctuary. Okay, das heißt, wir müssen ihm nicht folgen. Okay, dann gehen wir jetzt zuerst mal hier rein. Und knacken das Ding auf und Moment, ich guck kurz was. Ganz kurzer Moment. Ich versuche hier jetzt einfach mal. Moment. So. Ich würde mal sagen, jetzt piepst nichts mehr. Immer dieses Batterieding. So. So, Koffer, Ausrüstung, bliblablub, alles da. Und wir öffnen hier den Safe. Ja, verdammt. Sehr schön.
Klebeband, Molotow-Cocktails, ein Stealth-Boy und Zahnpasta. Und meine Maus hing kurz. Und nach oben. Hier haben wir auch was. Eine verbesserte Tür. Komm. Komm. Ja, okay, da müssen wir ein bisschen mehr nach. Ja. Nice. Cool. Okay, da gucken wir zuerst noch. Level Up haben wir ja gemacht. Das heißt, da könnten wir jetzt. Wir haben ja jetzt hier diesen Schlossknack-Ding genommen. Und dann nehmen wir auch noch einmal Hacker. So. Und dann beim nächsten Mal würde ich, glaube ich, sogar einsam und umherziehen da nehmen. Halt so die besten für den Anfang. Mhm. Eine 10mm Pistole. Der Hund ist auch immer blutig. Boah. So. Und Commonwealth. So. Ich glaube, in der Richtung. Und dann. Moment, das Arbeitshaus. Arbeitshaus. Arbeitshaus, 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 Arbeitshaus. Ich glaube. Moment. Komm schon. Hier können wir nicht laufen. Whatever. Ich weiß nicht warum. Heize. So, und hier hatten wir irgendwo den. Hier, genau. Offensionskern ist gleich leer. Ist ja nicht so gut. Wenn der leer ist, geht die Powerrüstung nicht mehr. Und dann war das hier oben. Hier. Nee, noch eins höher. Hier. Genau. So. Sehr schön. Geschafft. Zack, 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 zack. So. Hoppala. So. Und jetzt machen wir eine Schnellreise nach Sanctuary. Und gucken wir mal, was, mit was wir denen so helfen können. Hilfe gönnen. Hilfen. So. Karte. Sanctuary. Zack. Schnell reisen. Ja, das Fleisch der zahlreichen Tiere der Commonwealth kann an Kochstationen zubereitet werden. Ja. Das ist gar nicht mehr so schlecht. So, so. Ich muss mal unbedingt, kann man das da irgendwie umstellen? Warte mal. Einstellungen. Benachrichtigung. So. Ah, die reparieren ja auch schön. So, dann können wir uns hier den Anzug hinstellen. So.
hier den ganzen Schrott lagern. Waffen lagern, die ich nicht brauche. Das wären dann mal so. What the fuck? Ich glaube, da mache ich einfach nur 5. Impro-Pistolen, die haben mehr Präzision sogar. Und auch mehr Reichweite. Aber weniger Feuerrate. Schaden hat die auch. Die ist aber schwächer. Repetierpistole. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Impro-Gewehr. Grundkorkenmine. Die werde ich auch nie brauchen. Machete, die können wir gebrauchen. Die, ja doch. Die Minigun benötigen wir nicht. Die Schlagringe benötigen wir nicht. Die Splitterminen benötigen wir nicht. Springmesser benötigen wir nicht. Eine Schrotflinte kann man ja mal mitnehmen. Dürfte jetzt nicht so ein großer Fehler sein. Die Lasermuskete auf jeden Fall. Die kann man gut als One-Shot benutzen. Ja, und das war's. Rüstung. Da hätten wir schon ein bisschen mehr. Da lassen wir eigentlich alles hier liegen, außer das, was wir gerade tragen. So. Alles. Mhm. Postman-Uniform. Ach so. Lol. Jetzt verstehe ich das erst. Ah, das ist Metall. Glaube ich. Red Bandana. Aha. T45, die Rüstung werden wir noch reparieren jetzt. Obwohl, nee, werden wir nicht. Der Vault-Anzug. Ja, den nehme ich mal zur Sicherheit mit. So, was für eine Brille haben wir momentan an? Gar keine? Okay, dann warte mal. So, kann man beides anhaben? Ja, kann man. Okay. Okay, das war aber noch eigentlich nicht alles. Ah, genau, stimmt, warte mal. Transfer. Und dann gehen wir nochmal bei Schrott und nehmen uns das Vorkriegsgeld mit. Wenn ich das jetzt finde. Vorkriegsgeld. Ah, das ist viel langsamer. So. V, Vorkriegsgeld, das nehmen wir alles mit. Das werden wir verkaufen. Ich glaube, wir können das sogar an ihn verkaufen. Lass uns handeln. Nee, können wir nicht. Okay. So, warte mal. Waffen. Dann nehmen wir zuerst mal die hier auf Nummer 1. Dann die hier auf Nummer 2. Die hier auf Nummer 3. Und die Lasermuskete auf Nummer 4. Ja. So, dann haben wir hier einige Waffen. Genau. Guten Tag. Hallo. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Bis zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, das könnte man. Das könnte man durchaus machen. Ich habe hier gewohnt vor dem Krieg. Ja. Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ja. Vor 200 Jahren. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ja, mein Sohn. Genau. Vielleicht. Ich bin zwischendurch einmal aufgewacht. Jemand hat meine Frau getötet und meinen Sohn entführt. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist.
und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Ja, klar, warum nicht? Oh, Suppi, ich habe mir schon immer gewünscht, ein paar hilflosen Dörfbewohner zu retten. Nee, aber klar, warum nicht? Ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ja, warum nicht? Sturges. Sturges? Sturges! Sturges? Da müssen wir kurz das Ding markieren. Sturges. Ja. Markieren. Wo haben wir den Typen? Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ich hasse nichts mehr als diese Drecksäcke. Bist du bereit für etwas Arbeit? Klar, warum nicht? Hau raus. Ich helfe gern. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay, baugeschützte Schlafplätze für die Siedler. Okay, wir können mit V in das Ding rein. Wir können Sachen verwerten. Und hier haben wir schon mal... Okay, das dürfen wir nicht verwerten, aus Versehen. Hier haben wir Lattenzäune, die wir echt nicht brauchen. Die können wir alle komplett verwerten. Hier haben wir... Was? Geht nicht. Ja, auswählen. Ach so, die kann man auch wieder... Die kann man auch wieder normal platzieren. Ah, nee. Braucht man aber nicht. So. 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 Ich finde die Zäune hier jetzt mal relativ unnötig, weil wir hier, glaube ich, eine Plantage machen können. Also ziemlich viel. So. Ja. Hier ist dann jede Menge. Sie macht das schon alles bereit. Das ist gut. Dann warte mal. Dann Ressourcen. Nahrung. Können wir hier. Hier waren die Kürbisse, oder? Ich mache hier mal die Flaschenkürbisse hin. Dass wir die hier so schön haben. Ist es auch ein Flaschenkürbis? Ja, den nehmen wir mal kurz und legen den auch hier hin. Dann haben wir Karotten. Davon haben wir leider nur eine momentan, aber die können wir trotzdem pflanzen. Dann haben wir Klingenkorn, das haben wir noch nicht. Mais haben wir auch nicht. Melonen haben wir. Die können wir hier hin machen. Ja, doch. Und hier. Können wir die irgendwie aufheben? Komm schon. Weil das ist ja buggy. Weil da ist ja jetzt die Karotte. Aber ich möchte irgendwie... Verdammt. Na, das können wir jetzt hier nehmen. Und nach hier bringen. Ja, geht das hier nicht? Was? Muss ich das irgendwie drehen? Das geht gar nicht. Abbrechen. Ja doch, das kann man doch bestimmt irgendwo hintragen. Hm. Komisch. Dann haben wir Mutterbeeren, Tatus. Wir hatten doch eine Mutterbeere. Oder nicht? Hm. Egal. Können wir jetzt noch einiges verwerten. Ich glaube, ja, hier ist nichts mehr möglich. Das können wir alles verwerten. Und dann können wir da ein neues Haus drauf bauen.
kriegen wir mal jedes Mal sehr viel Dünger. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Laub weg. Zack, zack. Zack, 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 zack. Der Baum weg. Hier haben wir noch viel zu tun. Briefkastenständer. Gummi und so weiter. Stoff, Kork, alles Mögliche. Boah. Wie viel? Blup. Hier können wir durch eine Mod alles einfach wegmachen. Sehr, sehr schön. Eine der besten Mods, muss ich sagen. Wenn es darum geht, schön alles zu säubern. Wir wollen ja schön leben. Verdammt. Jetzt haben wir alles weggetan. Okay. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Wenn man jetzt ehrlich ist, tut ihr sowieso alles neu. Jetzt nehmen wir das auch nochmal weg und das auch nochmal weg und das auch nochmal weg. Das auch nochmal weg. So, das hier könnten wir... Ja, komm, lass es mal weghauen. So, so, so. Warte, kann man das nochmal nachbauen? Vielleicht Strukturen, Strukturen Metall, Strukturen Dächer, Hüttendach. Ja, naja. Strukturen Holz, Fertighäuser, Holz, Böden. Gibt es da auch eine richtig große? Gibt es nicht, glaube ich. Okay. Nevermind. Ah, ich wollte jetzt nicht unbedingt aus diesem Menü gehen. So, 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 ich glaube, das werden wir die nächsten 10 Folgen machen müssen. Ich will das hier perfekt kriegen, bevor wir weitermachen, glaube ich. So, 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 ja, das ist auch gut. Nee, das, der Dünger weg, das auch 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 weg. Das auch weg, das auch weg. Ich glaube aber, das hier nehmen wir weg, einfach nur, weil das schlecht aussieht. Also sieht es besser aus. Da kommt man hier rein und sieht direkt Dreck. So. So. Nein. Ich möchte nur den Dreck entfernen. Das Sofa sieht mir irgendwie nicht... Keine Ahnung. Es ist mir nicht sauber genug. Also verwerten wir das lieber. Das auch. Das können wir alles selbst neu machen. Stuhl ist kaputt. Der Dünger ist auch kaputt. Der Küchentisch auch kaputt. Mit Aluminium, TV-Dinner-Palette. Der Hogger. Nochmal Stuhl leer. Zack. Alles weg, damit danach alles wunderschön aussieht. Warte, Kaugummi. Was? Alles können wir dann aufheben. Na dann. So. Die Frage ist, ist das hier unser Haus? Oder... Wem gehört das Haus? Okay, die Wand gefällt mir überhaupt nicht eigentlich. Puh, das war knapp. So. Warte, können wir nicht. Können wir die nicht verwerten? Es wundert mich gerade. So. Der Stuhl auch. Das auch. Oh. Aufnehmen. Die können wir doch bestimmt irgendwie wegschmeißen. So. So. Oh, die haben wir noch nicht aufgehoben. Na. Und aus dem... Ups. Aus dem Haus. Boah. Die ist schwer. So. Dem Wauwau mache ich auch noch irgendwie eine Holzhütte oder so. Ja, hier machen wir auch mal alles weg. Keramik weg. Das weg.
Das wäre ich. Eine Schere. Abbrechen. Das macht schon mehr Sinn. Statt das auf einmal 10 Holz und so. Deckenlampe, die machen wir auch noch anders. Die Lampen. Die Kommode. Das hier. Hier kommt auch noch ein anderes Bett hin. Okay, das hier ist nicht mein Haus. Stimmt. Das hier ist offensichtlich nicht mein Haus. Das habe ich jetzt auch realisiert. Es wird einfach mal ein Haus, wo wir ein paar Bette reintun. Better, ne? Vor allem better. Hier könnte man auf jeden Fall das Radio laufen lassen, während man sowas macht. Auf jeden Fall. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Sonst muss ich alles abreißen. Dann reiße ich alles ab. Verdammt. Oh, verdammt. Was ist da immer wieder Kleber drin? Was? Warum so viel Kleber?